Die wohl sparsamste Art zu telefonieren ist das sogenannte Voice-over-IP, das auch als VoIPen oder Internettelefonie bekannt ist. Aber obwohl es immer einfacher geworden ist, scheuen viele, sagen wir mal, Normaltelefonierer davor zurück. Jetzt aber gibt es eine neue Variante des VoIPens, eine wirklich für jedermann. Bei Jaja, so heißt die neue Art des Telefonierens via Internet, gibt man nur die Telefonnummern ein. Aber das erklärt Ihnen gleich unsere Reporterin Nicole Mascherode-Nogenau, die die Jaja-Macher in Wien besucht hat. Ein Büro in Wien. Darin eine Truppe motivierter Alpenskyper. So werden diese Jungs mit einem kleinen Augenzwinkern inzwischen gern genannt. Eine Auswahl der 25 Mitarbeiter starken Firma, die derzeit die Internettelefonie ordentlich aufmischt. Im Fachjargon nennt man das auch VoIPen. Wieder was Neues. Ja, ja, könnte man denken. Und so heißt ihr Produkt auch noch. Okay, auf Österreichisch klingt es dann ein bisschen anders. Jaja. Schau, wir haben uns überlegt, wir brauchen einen griffigen Namen, einen kurzen Namen. Kurz und griffig, passend zum Produkt. Internettelefonie ohne besondere Soft- oder Hardware und ganz bestimmt ohne Kopfhörer. Voice-over-IP ist in aller Munde, Telefonkosten sind ein Thema, ja, aber keiner benutzt es. 5% aller Internet-User verwenden Internettelefonie. Warum? Weil es zu kompliziert ist. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Voice-over-IP so einfach zu machen wie googeln. Ja? Zwei Telefonnummern eingeben, am Knopf drücken und VoIPen. Das kann jeder. Und sieht so aus. Zwei Felder auf einem Bildschirm. Für die eigene Nummer und für die, die man anrufen will. Call drücken, das ist alles. Das eigene Telefon schellt und dann nimmt man es ab. Und dann geht der Ruf aus. Wo auch immer, in China, den USA, Hamburg, Handy oder Festnetz, wie man will. Und das Ganze ist vergleichsweise billig. Das liegt in der Natur der Internettelefonie und die funktioniert so. Verbindungswünsche werden vom Kompi an den Jaja-Server geschickt. Der steht übrigens im schönen Irland. Er aktiviert eine Internetverbindung zwischen den beiden Telefonen. Und dafür braucht man an beiden Seiten ein kleines Stück Festnetz, hier rot dargestellt. Dafür wird bezahlt. Andere Internettelefonieanbieter wie das beliebte Skype zum Beispiel bieten Gespräche umsonst an, aber auch nur so lange, wie sie von PC zu PC direkt geführt werden. Natürlich ist das auf Dauer wenig attraktiv. Deshalb entwickeln Hersteller wie AVM immer bequemere Wege, um das Internet auch wirklich ins Telefon zu bringen. Die Flexibilität dieser Endgeräte wird letztendlich über den Erfolg der Internettelefonie oder das VoIPen entscheiden. Ich muss ja heute dafür, wenn ich mein preiswertiges Voice-over-IP-Telefon nutzen will, muss ich ein zusätzliches Gerät mitnehmen. Ich habe also mein Mobiltelefon und mein Voice-over-IP-Handy, wenn ich denn eins habe, einstecken. Künftig soll das am besten, auch aus Kundensicht, nur ein Gerät sein. Und das ist sicherlich die Zukunft. Die Jaja-Leute wollen schon in Kürze ihren Service für Handys anbieten. Und dann packt man hier in Wien ein. Man ist gerufen worden in Silicon Valley. Millionenschwer war die Finanzspritze vom wichtigsten IT-Investor Sequoia Capital. Unser Büro, das wir derzeit beziehen in Silicon Valley, ist das ursprüngliche Büro der Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page. Und wir sehen es schon als gutes Omen. Jajas Börsengang ist geplant. Jetzt heißt es, sich beweisen.